Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 215. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo, ihr da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Und bei mir ist natürlich der nicht minder wunderbare Alexander Hoax-Master. Und wir haben heute den 30. September und damit immer noch September. Und wir halten also ein, dass wir zwei Folgen im Monat ab jetzt wieder für den Podcast produzieren werden. Wir wollen heute, bevor wir in die Sendung einsteigen, nochmal über einige Rahmendinge sprechen. Es haben scheinbar immer noch nicht alle mitbekommen, dass zum einen Godzilla TV jetzt offiziell beendet ist. Die 100. Episode von Godzilla TV, unserem Videoformat, ist erschienen. Damit ist das Videoformat für uns beendet und wir konzentrieren uns wieder voll und ganz auf den Godzilla Audio Podcast. Das bedeutet für euch zwei Folgen Godzilla pro Monat. Allerdings, wenn so ein Monat so verrückt ist, wie er diesen Monat war, nämlich mit Vorträgen, wo wir unterwegs waren in Frankfurt, da sage ich gleich noch was zu, als Godzilla. Dann gab es eine Dienstreise in meinem normalen Daily-Job, wo ich mehrere Tage unterwegs war. Genau, für dich. Und Dienst, für mich familiär. Genau, du durftest dann die Frau sein, die begleitet an der Stelle. Schön, auch mal ganz nett. Genau, und jetzt hatten wir noch eine Familienfeier, wo wir dann auch außerhalb Hamburgs unterwegs waren. Dann kann es auch mal passieren, dass die erste Folge von den zwei Folgen im Monat ganz am Anfang des Monats erscheint und die zweite ganz am Ende des Monats. Aber wir werden auf jeden Fall bemüht sein, zwei Episoden Godzilla pro Monat zu produzieren. Nur wie wir die dann verteilen, auf welche Wochentage oder welche Zeit in diesem entsprechenden Monat, das können wir vorher immer nicht ganz genau sagen, aber so grob wisst ihr Bescheid. Genau. Dann müssen wir sagen, das Ende von Godzilla TV hat ja für uns, das haben wir schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, durchaus finanzielle Relevanz. Wir haben weniger Einnahmen natürlich. Das war früher gar nicht so schlimm, weil früher natürlich Alexa nicht selbstständig war, so wie sie heute ist. Heute mit einer selbstständigen Person im Hintergrund von Godzilla macht das einen kleinen Unterschied. Und wir wollen uns zunächst mal an dieser Stelle schon einmal bedanken für all diejenigen von euch, die uns bei Patreon und auch schon bei Steady und aber auch direkt per PayPal Spenden unterstützt haben in den letzten Wochen. Das ist ganz, ganz großartig. Und für all diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, vielleicht nochmal die kurze Erklärung. Es gibt auf unserer Homepage auf der rechten Seite so ein paar Buttons. Da steht einmal unterstützt uns. Da habt ihr die Möglichkeit, uns einmalig per PayPal eine Unterstützung zuzukommen zu lassen. Dann gibt es den Schriftzug Steady. Das ist ein Portal, da seid ihr in der Lage, uns, wenn ihr das mögt, per Überweisung oder aber auch sogar per PayPal eine Summe X im Monat zukommen zu lassen, die uns unsere Arbeit ja ein Stück weit sichern lässt. Das ist die Idee dahinter und das große Symbol in Orange unter dem Schriftzug Steady steht für Patreon. Das ist ein internationales Portal, da kann man allerdings nur per Kreditkarte sich eintragen und auch da uns eine kleine Summe X im Monat, beziehungsweise, jetzt sage ich es falsch, bei Patreon ist es eben nicht im Monat, anders als bei Steady, sondern bei Patreon ist es eine kleine Summe X pro erschienener Folge von Godzilla. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil die haben eine andere Systematik bei Patreon. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir haben da auch so gewisse Ziele angegeben, die uns, wenn wir die erreichen, wirklich ganz tief durchatmen lassen. Im Moment sind wir finanziell etwas angespannt und hoffen einfach, dass wir euch davon überzeugen können, dass zwei Folgen Godzilla im Monat euch ein bisschen Geld wert sind. Und nur damit ihr das auch einordnen könnt, ihr könnt uns bereits mit einem Euro oder einem Dollar im Monat unterstützen. Auch das hilft uns in jedem Fall und hilft so ein wenig Einnahmen zu planen und damit wir wieder in der Lage sind, uns mehr und noch intensiver auf Godzilla zu konzentrieren. Der Podcast selber bleibt wie immer kostenfrei. Also niemand wird jemals gezwungen sein, Geld für den Godzilla Podcast zu bezahlen. Und all diejenigen, die uns aber finanziell ein Stück weit mit unterstützen, kriegen ja so kleine Videobits,
Alexa, wo wir mal einen Blick hinter die Kulissen des Huxler-HQs gewähren. Genau, da plaudern wir dann teilweise so ein bisschen aus dem Nähkästchen und tun das im Huxler-HQ. Oder wir machen mal ein Making-of-Video, da sieht man dann, wie der Podcast aufgenommen wird. Oder wie es so ist, wenn wir so unterwegs sind und auf Vortragsreisen sind oder ähnliche Dinge. Also vielleicht für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Und ganz konkret aktuell haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt, dass jemand uns unterstützt hat, der Daniel, nochmal vielen Dank an der Stelle, der den Vortrag im Club Voltaire in Frankfurt gefilmt hat. Und wir werden das jetzt so machen, dass wenn der Vortrag geschnitten ist, all diejenigen, die uns über Patreon oder Steady unterstützen, zunächst mal 4 Wochen lang exklusiv das Recht haben, sich den Vortrag anzuschauen. Da wir aber das Thema Facebook, Fake News, Rechtspopulismus sehr, sehr wichtig finden, werden wir nach 4 Wochen dann letztendlich diesen Vortrag allen zugänglich machen. Das heißt, all diejenigen, die tatsächlich knapp bei Kasse sind und gerne unterstützen würden, aber nicht können, haben dann trotzdem die Chance, an diese Inhalte heranzukommen, weil wir niemanden von so relevanten Dingen ausschließen möchten. Also das nochmal zu den Unterstützerplattformen und wie gesagt, vielen Dank an all diejenigen, die das schon getan haben. Das hat uns jetzt schon etwas mehr durchatmen lassen nach dem Ende von Huxler TV, das wir gesehen haben. Da gibt es ganz, ganz viele, die uns unterstützen wollen. Überhaupt so diese Welle der Unterstützung und des positiven Feedbacks hat uns wirklich überwältigt. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Und nicht zu vergessen, das muss man auch nochmal sagen, wir haben auch noch so eine Amazon-Wishlist. Und auch von dieser Amazon-Wishlist sind fleißig Dinge bestellt worden. Dass da überhaupt noch was drauf ist. Ja, also auch das, vielen Dank, weil wir jetzt nur alle erwähnt haben, die uns tatsächlich Geldbeträge haben zukommen lassen. Auch darüber freuen wir uns natürlich immer, weil uns das ein Stück weit in den meisten Fällen dann unterhält und entspannt und dann sind wir gut drauf bei der Podcast-Aufnahme. Und natürlich vielen, vielen Dank an all diejenigen von euch, die uns E-Mails oder Nachrichten oder Kommentare schicken und uns neue Themenvorschläge zusenden. Auch das hilft natürlich für das Fortbestehen von Huxler ganz, ganz ungemein. Und da sind wirklich ganz oft Sachen dabei, wo ich denke, oh wow, das ist wirklich ein perfektes Thema für Huxler, hatte ich aber bis dato überhaupt nicht auf dem Schirm. Also insofern, ihr sichert auch die zukünftigen Folgen des Podcasts, wenn ihr das macht. Und wir freuen uns immer, auch wenn wir die E-Mails manchmal sehr zeitverzögert beantworten, weil es einfach so viel geworden ist, freuen wir uns sehr, sehr über diese Zusendung und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Gleiches gilt übrigens für alle, die uns über Facebook, Twitter und andere Portale, Mastodon und was es alles gibt, diese Themenvorschläge schicken. Mhm. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir das immer schnell dokumentieren und aufschreiben sozusagen oder kopieren eure Quellen und Links und Ideen in die Bundeslade legen. Wenn wir nicht auf jeden Beitrag sofort ausführlich antworten, nehmt es uns bitte nicht übel, aber wir nehmen das schon auch alles sehr, sehr wahr. Und es kommt in die Bundeslade und da kommt es dann auch nicht mehr weg und wir haben ja noch vor, viele, viele Jahre weiter Huxler zu machen, sodass jedes Thema, was sich dafür eignet, natürlich ein gutes Thema ist. Jetzt steigen wir von der Metaebene langsam herab. Genau. Auf die sachliche Thematik. Steigen wir wieder ein. Also normalerweise haben wir ja mal gesagt, wir machen dieses ganze Interne immer am Ende, damit ihr nicht so lange auf das Thema wartet. Aber ich denke, hier aktuell vor der Situation, dass sich gerade ganz viele Dinge wieder ändern für den Huxler-Podcast, haben wir es vorgezogen. Aber jetzt werden wir eine Geschichte hören und ihr dürft mal wieder überlegen, ob diese Geschichte stimmt oder nicht. Der Woche. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen so geht, aber ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Freund des Oktoberfestes und mich würden keine 10 Pferde, keine 10 Haflinger jemals auf die Wiesen bringen und noch dazu bringen, in so ein Zelt zu gehen und mich da irgendwie zu besaufen oder so. Das ist nun überhaupt gar nicht mein Ding. Als ich die folgende Geschichte gelesen habe, fühlte ich mich doch ehrlich bestärkt in dieser Einstellung. Denn das, was ich euch jetzt erzählen werde, von dem ich immer noch hoffe, dass es nicht wahr ist, und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr es für wahr haltet oder nicht, das ist wirklich eklig. Es geht eben um das Oktoberfest, es geht um die Zelte auf der Wiesen.
und um das, was dort drin veranstaltet wird. Da finden große Besäufnisse statt und nicht jeder von den Leuten, die da feiern, vertragen den Alkohol so besonders gut und können sich dann irgendwie durch die Menschenmengen auch mal nach draußen quälen oder zur Toilette quälen, um da irgendwie ihre Notdurft zu verrichten. Das heißt also, der langen Rede kurzer Sinn, da landen auf dem Boden, auf den Brettern dieser Zelte durchaus mal Substanzen, die nicht ganz so angenehm riechen. Um es noch klarer zu sagen, in diesen Zelten stinkt es teilweise fürchterlich, beziehungsweise es würde fürchterlich stinken nach Urin und Kotze zum Beispiel, wenn nicht jemand, einer der Betreiber dieser Zelte, eine fantastische Idee gehabt hätte und sich gesagt hätte, ach, nehmen wir doch mal die Hilfe der Natur in Anspruch und setzen Bakterien ein, um diese Gerüche zu beseitigen. Der hat dann kurzum Bakterienkulturen gezüchtet und hat dann mit Hilfe einer Flüssigkeit, die dann auf dem Boden dieser Zelte verteilt wird und dann durch die Bretter auch unter den Boden sickert, dafür gesorgt, dass die Bakterien also ganz fleißig Arbeit verrichten und all diese Substanzen beseitigen und damit auch die schlechten Gerüche in den Bierzelten. Jetzt ist die Frage, stimmt's oder stimmt's nicht? Habe ich euch da eine zwar vielleicht vor wissenschaftlichem Hintergrund plausible Geschichte erzählt, aber dann doch irgendwie geflunkerte? Könnt ihr jetzt mal überlegen. Sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ob das denn bei allen Oktoberfesten so? Ich meine, ich glaube, in Hamburg haben wir inzwischen an x Stellen Oktoberfeste. Da wird mir jetzt gerade etwas anders. Ja, ihr könnt mal überlegen, ob die Geschichte, die euch die Hoxmus erzählt hat, geflunkert ist oder stimmt. Und wir steigen dann jetzt mal ohne, haha, Achtung, Zeitverzug ins Thema der Woche ein. Thema der Woche. Ja, wir haben uns bei Huxella ja schon das ein oder andere Mal mit dem Thema Zeitreise beschäftigt. Wir haben ja auch mal eine sehr ausführliche Folge zu Back to the Future und dem DeLorean gemacht. Ich könnte das mal verlinken, also völlig random. Es gibt ein super Video von einem Prop-Hersteller in den Vereinigten Staaten, der das wohl beste Modell einer DeLorean-Zeitmaschine gebaut hat, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das könnte man vielleicht nochmal unter der Folge verlinken. Note to myself. Mhm. Und heute wollen wir auch wieder über Zeitanomalien sprechen und über Zeitanomalien in einer unserer Lieblingsstädte, oh ja. Alexander. Ja, also ich muss gestehen, ich habe zu der folgenden Geschichte, die wir erzählen werden, leider nichts Persönliches beizutragen, weil wir die entsprechende Stelle in der Stadt noch nicht besucht haben. Ist auch sehr weit im Osten, wie ich festgestellt habe, der Stadt. Eben, genau. Aber auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass London eine Stadt ist, die voll ist von so merkwürdigen Ecken, wo man nicht genau weiß, handelt es sich vielleicht um einfach nur einen Ort, wo die Naturgesetze nicht so funktionieren, wie man das sonst kennt oder die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind oder wo vielleicht Dimensionsportale existieren. Also auf jeden Fall, wenn ich mir das von irgendeiner Stadt vorstellen kann, dann auf jeden Fall von London, vielleicht Paris auch noch. Vielleicht auch, weil der Doktor da ja mit uns unterwegs ist. Genau. All die Doctor Who-Fans, die wir ja. Muss natürlich an dieser Stelle erwähnt werden. Aber auf jeden Fall, wir sprechen heute über London und über eine Zeitanomalie, die in London existiert oder auch nicht, wie wir am Ende vielleicht aufklären können. Worum geht es? Es geht um den Woolwich Foot Tunnel, der, wie gesagt, sehr weit im Osten an der University of London in der Nähe, so habe ich mir das auf Google Maps mal angeguckt, also da sind wir tatsächlich noch nicht unterwegs gewesen. Das ist so einige Themse-Krümmungen entfernt von der Tower Bridge und anderen Lokalitäten, bei denen wir uns typischerweise rumtreiben. Hätten wir es damals gewusst, hätten wir uns vielleicht mal hinbegeben. Haben wir natürlich wieder einen Grund hinzufahren. Genau. Und es geht um Folgendes. Der Tunnel ist 1912 gebaut worden, tatsächlich als Fußweg unter der Themse durch, um halt nicht ständig Brücken oder auch Fähren zu benutzen. Ich stelle mir das aber so vom Erscheinungsbild so ein bisschen vor, wie so einen alten Elbtunnel für die Hamburger unter euch. Genau, sowas haben wir in Hamburg hier auch. So einen Fußtunnel unter der Elbe durch. Da sind wir auch schon mal durchgetapert. Da ist aber nichts Schlimmes passiert.
Noch nicht bisher zumindest. Also dieser Tunnel 1912 gebaut und er wurde 2011 für Reparaturen geschlossen. Auch das ganz ähnlich zum alten Elbtunnel hier gerade in Hamburg, der ja auch gerade saniert wird. Und es hat dann aber sehr, sehr viel länger gedauert. Insgesamt haben die Arbeiten 18 Monate gedauert. Damit hatte man gar nicht gerechnet. Also fast 8 Monate länger als veranlagt worden ist für die Reparatur und Sanierung dieses Tunnels. Und im Nachgang kamen dann Geschichten von Handwerkern, die gearbeitet haben dort ans Licht und wurden berichtet und dokumentiert, die einem ein Stück weit, ja, Haare zu Berge wäre jetzt übertrieben, ja, aber es schon. Ist schon ein Schauer, der einem da über den Rücken läuft. Ich habe ja ein Faible für solche Geschichten, aber als ich das gelesen habe, das ist mir doch so ein bisschen anders geworden. Es geht darum, dass die Zeit in diesem Tunnel, also tatsächlich auf dem Boden dieses Tunnels, anders vergeht als noch auf der Treppe oder eben außerhalb um diesen Tunnel herum. Also dass der Tunnel selbst im Prinzip eine Zeitanomalie ist. Es gibt eine Quelle im Netz, die recht ausführlich darüber berichtet. Das ist ein Blog, das nennt sich Portals of London. Mhm. Und die haben das aber, die Autoren oder der Autor, so gestaltet, dass sie einfach nicht darüber geschrieben haben, sondern sie haben einen Augenzeugen, der auch tatsächlich an diesen Renovierungsarbeiten beteiligt war, selber zu Wort kommen lassen und ihnen so ein bisschen erzählen lassen, warum es denn alles um diese Arbeiten herum so ein bisschen merkwürdig abgelaufen ist. Und was er da selber erlebt hat. Und dieser Augenzeuge, der namentlich nicht genannt wird, beschreibt in diesem Blog-Eintrag, dass das Ganze eigentlich relativ harmlos begonnen hat, dass man eben festgestellt hat, dass die Zeit in diesem Tunnel anders vergeht. Also eine Situation zum Beispiel, jemand auf einer Seite der Tunnel hat jemandem auf der anderen Seite per Funkgerät zu verstehen gegeben, dass er doch mal rüberkommen soll. Und dann ist dieser Augenzeuge eben durch den Tunnel, was auch relativ einsam und ein bisschen unheimlich war, halt zu Fuß durchgelaufen. Und er sagte, man braucht so ungefähr 5 Minuten, bis man da durch ist. Und als er dann auf der anderen Seite ankam, bei demjenigen, der ihn herbestellt hatte mit einem Auftrag, war dieser komplett verblüfft, weil er meint, ich habe dich doch gerade erst angefunkt, wie kannst du schon nach einer knappen Minute bei mir sein? Da braucht man doch wesentlich länger, wenn man durch den Tunnel durchläuft. Und du hast doch da unten irgendwie, ich weiß nicht, einen Roller oder ein Fahrrad oder weiß der Geier irgendwas oder willst du mich hier einfach veräppeln? Ja, das waren die ersten Vorkommnisse, die so ein bisschen komisch waren. Im weiteren Lauf der Sanierung haben die Handwerker, die im Tunnel gearbeitet haben, irgendwann tatsächlich festgestellt, dass sie runtergegangen sind, 8 Stunden im Wesentlichen Fliesen, die an der Wand angebracht waren, getauscht haben, neue Leitungen gezogen haben, elektrische Leitungen gezogen haben. Und als sie nach 8 Stunden wieder aus diesem Tunnel herauskamen und Feierabend machen wollten, haben sie festgestellt, dass es immer noch früh morgens war. Und der Handwerker, der hier zitiert wird und der berichtet, sagte, Mensch, prima, ich kam gar nicht aus der Londoner Gegend, wie das ja häufig so ist mit Handwerksunternehmen, die dann einen Zuschlag für so ein Projekt bekommen. Und er hatte dann immer den ganzen Tag noch Zeit, sich London anzuschauen, weil er bereits 8 Stunden im Tunnel gearbeitet hat, nach oben kam und zwar immer noch früher Vormittag. Die Tagesarbeit war aber erledigt. Und er hatte dann ausgiebig Gelegenheit, sich die Sehenswürdigkeiten in London anzuschauen, ohne mit seiner Arbeit in Probleme zu kommen. Es wird dann im Weiteren beschrieben, dass die Arbeiter, die also an diesem Projekt beteiligt waren, so ein bisschen ihre Scherzchen damit getrieben haben. Und auch, ja, sagen wir mal so, zu Beginn das Ganze nicht so wirklich ernst genommen haben, bis dann jemand auf die Idee gekommen ist, mal ein Experiment mit diesem Zeittunnel, also Zeitverzögerungstunnel zu wagen. Also ich glaube, vorher wurde noch geschrieben, dass sie mal getestet haben, wie lange sowas eigentlich, also wie der Unterschied ist. Genau. Es wurde dann also in diesem Tunnel gecampt und übernachtet. Und ich meine, 3 Tage waren sie insgesamt. Es waren 3 Tage, die da unten also verbracht wurden. Und es war trotzdem kaum Zeit vergangen, als sie dann wieder hochkamen. Das ist natürlich extrem. Also
das ist natürlich auch dann ein Phänomen, was etwaige Zeitpläne, auch wenn es jetzt erstmal praktisch klingen mag, komplett durcheinander werfen kann. Können wir vielleicht im weiteren Verlauf der Sendung nochmal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall haben sie dann ein Experiment gemacht, weil der Gedanke auftauchte, so wird es in diesem Eintrag beschrieben, was ist denn überhaupt sozusagen die Auswirkung auf die Personen, die da beteiligt sind und ständig durch diese Zeitschleuse durchgehen, entsteht dann sozusagen ein Ich, was schneller raus ist aus dem Tunnel und das andere Ich sozusagen geht weiter einfach ganz normal und hat auch ja ganz normal die Zeit dort unten verbracht. Also gibt es dann quasi zwei Personen, die dann irgendwie koexistieren oder dann wieder miteinander verschmelzen. Auf jeden Fall wollte man das irgendwie testen und hat dann einen, so wird es hier beschrieben, Bulgaren, der so ein Baum von einem Kerl war. Peter genannt. Genau, Peter, hinuntergeschickt und hat ihm ein Seil um die Taille geknotet, um also verfolgen zu können, wie er da durchgeht. Und der Augenzeuge, so war dann verabredet, sollte auf der Treppe bleiben, also bloß keinen Fuß in den Tunnel setzen, weil in dem Augenblick, wo er das gemacht hätte, wäre für ihn auch diese Zeitanomalie halt relevant gewesen. Mhm. Und dann ist Peter einfach losgestapft mit diesem Seil und hatte noch irgendwie etwas in der Tasche, um dann, wenn er dann auf der anderen Seite wäre, den anderen, die oben standen, signalisieren zu können, dass er also angekommen ist. Das wusste aber keiner. Da das war ein geheimes Zeichen, genau. Und was dann geschah, war, dass also der Tunnel macht so einen kleinen Bogen, sodass man nicht ganz durch den Tunnel gucken kann, weil der sich so etwas nach unten wölbt und dann wieder nach oben wölbt, der Tunnel. Und kurz bevor also unser Augenzeuge Peter aus den Augen verloren hätte, ruckte plötzlich das Seil an. Und genau, die anderen ziehen sollten oben, genau. Mhm. Und man hörte dann plötzlich, er ist oben, er winkt mit einer kleinen roten Fahne, wurde gerufen. Obwohl der Augenzeuge ihn im Tunnel noch sehen konnte. Und in dem Moment hat natürlich der unten stand, das als Scherz empfunden, weil er ihn ja immer noch sehen konnte, der war noch nicht am Ende vom Tunnel. Und Peter öffnete dann seine Jackentasche und fasste rein und da kam dann nämlich zutage, dass er eine kleine rote Fahne sich eingesteckt hatte, um das Signal zu geben, über das aber überirdisch schon gesprochen wurde. Der Augenzeuge ist dann rasend schnell die Treppe hochgeflitzt und war... Na, du hast, genau, und die haben sich also wirklich noch in die Augen geguckt, und während schon am Seil gerückt wurde und signalisiert wurde, dass dieser Peter auf der anderen Seite angekommen ist. Und der Augenzeuge beschreibt dann recht plastisch, dass er in diesem... in den Augen dieses Peter Angst gesehen hätte, obwohl das eigentlich so ein Kerl war, dem man solche Gefühle gar nicht zutraut. Also wirklich jemand, der total furchtlos wirkt, vielleicht wie ein bisschen so Typ Türsteher irgendwie. Und wenn der dann plötzlich die nackte Angst in den Augen hat, dann macht das natürlich nochmal einen ganz besonders gruseligen Eindruck. Und das war dann zu viel für den Augenzeugen. Der ist dann hochgeflitzt und wollte mit der ganzen Sache auch nicht mehr wirklich was zu tun haben. Naja, und das Besondere war, als er dann hochgeflitzt war und Peter sich umgedreht hat und also selber dann den letzten Weg des Tunnels gehen wollte, sah er, als er hochkam, Peter auf der anderen Seite mit der Fahne und die Leute hatten aber schon sozusagen den Arm um seine Schulter gelegt und das hätte der niemals in der Zeit schaffen können, in der unser Augenzeuge hochgeflitzt worden wäre. Interessanterweise, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren, dann nach 18 Monaten, gab es keine Berichte mehr über Zeitanomalien im Woolwich Tunnel und es ist also bis heute unklar, was zu diesen besonderen Ereignissen in diesem Tunnel geführt hat. Wenn man sich im Netz auf den Weg macht und sucht, findet man viele, viele Seiten, die über dieses Phänomen berichten. Und es gibt auch sehr unterschiedliche, ja, Erklärungsansätze tatsächlich, die versuchen uns zu erklären, woran es gelegen hat, dass es diesen Zeitverzug gegeben hat. Eine Seite beschreibt zum Beispiel, dass in den Tunneln, die unter der Themse durchgehen, da gibt es mehrere, es gibt zum Beispiel auch den Greenwich Tunnel, der Sauerstoffgehalt mitunter manchmal nicht so hoch ist in der Luft durch die verschiedenen Druckerlebnisse, die es gibt. Und dieser Mensch hat die Vermutung, dass offensichtlich so ein bisschen Sauerstoffmangel und die veränderten Druckverhältnisse dazu führen, dass die Wahrnehmung
von jemandem, der in den Tunnel hineingeht, etwas getrübt ist. Ich stelle mir diesen Ansatz so ein bisschen vor, wie das Phänomen, was wir in meiner schönen Heimatstadt Bad Pyrmont mit der Dunsthöhle haben. Sollte man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Also quasi eine Grotte, wo aus dem Boden Kohlendioxid ausströmt. Da muss man auch tatsächlich, das ist natürlich alles abgesperrt und du kannst dann nur geführt unter Aufsicht irgendwie überhaupt hin und auch nicht hinein natürlich. Eine Stelle, die wahnsinnig gefährlich ist, weil wenn du dich da unten hinstellst, wo dieses Gas ausströmt, dann kann es sein, dass du tatsächlich das Bewusstsein verlierst und auch umkommst. Andere Erklärungsansätze sprechen natürlich davon, dass es überall auf der Welt solche Phänomene von Zeitanomalien, Dimensionsportalen gibt. Da findet man natürlich sehr, sehr viele Internetseiten. Und tatsächlich wäre es natürlich spannend, wenn man feststellen könnte eventuell, dass es Regionen bei uns gibt, bei denen die Zeit sich anders verhält, als wir es zumindest gewohnt sind und fühlen. Denn es ist ja völlig unbestritten, dass Zeit sich sehr unterschiedlich verhält und insbesondere Masse ja dafür zuständig ist, dass Zeit sich anders verhält. Albert Einsteins Relativitätstheorie hat dieses Phänomen untersucht, vorhergesagt, und heute geht man ja in der aktuellen Physik davon aus, dass in der Nähe von großen Massen Zeit sich anders verhält. Das heißt ja auch, dass die Zeit für Astronauten auf der ISS ein kleines bisschen langsamer vergeht als für uns hier unten auf der Erde, weil je dichter man an die Masse der Erde herankommt, desto langsamer läuft die Uhr. Das hat man ja mit Atomuhren gemessen. Auch darüber haben wir schon an diversen Stellen bei Huxley gesprochen. Und sowas wie dieser Tunnel in London, da müsste dann ja unter Umständen eine Masseverdichtung oder irgendwas vorhanden sein, die vielleicht für dieses Phänomen zuständig ist, wenn wir im Rahmen der generellen Modelle der Physik bleiben. Also das ist also eine Möglichkeit, die auch im Netz diskutiert wird. Eine andere ist einfach ein bisschen prosaischer, dass man versucht hat, so ein bisschen zu tricksen, was die Arbeit der Handwerker angeht. Also dass man da irgendwie versucht hat, vielleicht die Finanziers zu behumsen oder wie auch immer da vielleicht Geld zu sparen oder persönliche Vorteile herauszuschlagen. Wobei, also wenn man das mal gedanklich wirklich durchspielt, dann hätten die ja eigentlich irgendwie schneller fertig sein müssen, wenn die Zeit im Tunnel langsamer vergeht, weil du ja dann irgendwie mehr Arbeit unterkriegst. De facto hat es aber eine massive Verzögerung gegeben. Vielleicht hat man aber auch einfach versucht, eine Ausrede zu finden, um diese Verzögerung irgendwie erklären zu können, wobei es natürlich auch für denjenigen, der so eine Geschichte erzählt, so eine Räuberpistole, super peinlich sein kann, wenn er versucht, das irgendwie Leuten, die da Geld geben, weiß zu machen. All diese Spekulationen fußen aber auf einer Grundannahme. Wir reden ja hier bei Huxley gerne über wissenschaftlich-kritisches Denken und das funktioniert eben, indem man möglichst ohne vorgefertigte Grundannahmen an solche Phänomene herangeht. Die Leute, die das diskutieren, nicht alle, aber einige haben halt eben die Grundannahme, dass die Geschichte wahr ist, dass dieses Portal existiert und dass die Augenzeugen oder der Augenzeugenbericht, der in diesem Blog beschrieben wird, tatsächlich auf Fakten beruht. Dem ist, können wir jetzt schon mal sagen, und der ein oder andere, der unser Format kennt, mag es geahnt haben, dem ist natürlich nicht so. Die Geschichte ist völlig frei erfunden, ist eine Fiktion. Tatsächlich gibt es die Internetseite Portals of London, die wirklich empfehlenswert ist. Die hat viele solche Geschichten, sehr schöne Geschichten gesammelt und beschrieben. Allerdings handelt es sich hier um rein fiktionale Geschichten. Und diese Geschichte des Woolwich Foot Tunnels ist dann eine Geschichte gewesen, die Ende letzten Jahres plötzlich eine immense Aufmerksamkeit gezogen hat. Es gibt viele verrückte Geschichten auf dieser Internetseite mit Zeitanomalien, ja, auch mit Dimensionsportalen. Kirchen, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind. Also man geht in eine Kirche rein und stellt hinterher fest, dass diese Kirche entweder gar nicht mehr existent ist und eigentlich da nur eine grüne Wiese ist und man hat das Gefühl gehabt, dass man in eine Kirche gegangen ist. Oder aber man sieht eine Kirche, die inzwischen komplett umgebaut ist und ganz anders aussieht. Also all solche Geschichten werden beschrieben. Wenn man ins Impressum hineinschaut, kann man so ein ganz kleines bisschen erahnen, dass es sich hier eventuell um fiktionale Geschichten handelt. Das ist aber auch durchaus etwas offen gehalten und am Ende aufgelöst
journalistisch aufbereitet hat dann The Guardian diese ganze Geschichte. Nachdem also im Netz eine große Unruhe über diesen Tunnel in London herrschte, hat The Guardian dann mal bei den Betreibern des Portals angefragt. Ja, also es ist ein Autor, der auch tatsächlich nicht genannt wird, der weder auf dem Blog selber etwas zu seiner Person schreibt, noch auf dem Twitter-Account, den es auch gibt zu Portals of London. Also der Name wird nicht genannt, aber es wird zumindest so ein bisschen in dem Interview, das der Guardian gemacht hat, darüber berichtet, was so die Inspirationsquellen sind. Und es handelt sich dabei bei diesem Autor um jemanden, der sich hat inspirieren lassen von diesen Geistergeschichten, die es halt tatsächlich rund um London gibt. Also von M.R. James und anderen Autoren, also über irgendwelche unheimlichen Dinge und sonstige Phänomene, die mit London assoziiert sind. Und die Person sagt über sich, dass sie einmal als Fahrradkurier gearbeitet hat und in dieser Eigenschaft wahnsinnig interessante Ecken der Stadt kennengelernt hat. Also wirklich auch so verborgene Ecken, die ein bisschen unheimlich sind. Also wo man vielleicht noch Überreste römischer Tempel unter irgendwelchen Bürogebäuden entdecken kann. Und London ist halt eine Stadt mit einer unfassbar reichen, wechselhaften Geschichte, wo man tatsächlich an allen Ecken und Enden irgendwie was ganz Interessantes entdecken kann, wenn man mal genauer hinschaut. Und das finde ich auch so schön, dass J.K. Rowling in Harry Potter genau diese Atmosphäre so wunderbar aufgenommen hat und noch mehr ausgestaltet hat. Also man denke nur mal daran, an die Szene, ich liebe sie einfach, man geht in einen Londoner Pub, klopft irgendwie an bestimmte Steine einer Wand und plötzlich tut sich ein Tor auf und man steht in einer anderen Taverne, die dann halt zur Welt von Harry Potter gehört, in der Winkelgasse oder wie auch immer. Also einfach so Tore in ganz verborgene Ecken, das finde ich wahnsinnig spannend. Und das ist genau eben diese Inspiration, die der Autor sich zunutze gemacht hat und dann eben seine eigenen wirklich gut gemachten Geschichten in diesem Blog präsentiert. Also es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich auch, dem Autor auf Twitter zu folgen. Und man kann sich da einfach so ein bisschen nette Geschichten mal zwischendurch angucken und sich vielleicht auch mal inspirieren lassen, um diese Ecken, selbst wenn die Geschichten fiktional sind, dann, wenn man in London ist, tatsächlich mal aufzusuchen. Und eben, was ich an dieser Geschichte so interessant und faszinierend finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass es dann aber auch Menschen inzwischen gibt, die Erklärungsansätze liefern. Genau. Das heißt, diese Grundannahme eben nicht mehr überprüfen, ob das überhaupt stimmt, worüber ich schreibe, sondern direkt beginnen, Erklärungen für dieses Phänomen zu liefern, und zwar relativ unterschiedliche, ein paar haben wir ja hier auch schon genannt. Und das ist eben besonders spannend und ist ein Garant eigentlich dafür, dass die Geschichte so gut geschrieben ist, dass sie uns als Leser total abholt bei dem, was wir wahrnehmen. Und es gibt ein anderes Portal im Internet namens Creepypasta, die machen sehr, sehr viel gruselige Geschichten, noch viel gruseliger als das hier. Und das funktioniert ganz, ganz ähnlich. Denn das russische Schlafexperiment ist ein Beispiel. Zum Beispiel, das wir vielleicht auch nochmal hier für den Podcast aufbereiten können. Das hatten wir bei Huxilla TV aber als Thema auch sehr schön. Vielleicht machen wir das hier nochmal im Podcast. Aber eben auch ein Portal mit extrem gruseligen, beängstigenden Geschichten. Und da finde ich bei Creepypasta noch viel mehr als jetzt hier beim Portals of London, haben die ein oder andere Creepypasta-Geschichte schon ein wirkliches Eigenleben im Netz entwickelt. Und man findet einfach ganz, ganz viele Seiten, YouTube-Videos und andere Dinge über dieses Thema. Das ist hier bei diesem Woolwich-Tunnel noch nicht so wirklich der Fall. Nee, weil es noch relativ frisch ist. Also es lässt sich noch relativ gut nachvollziehen, dass die meisten, die eben oder alle, die so im Netz darüber schreiben, sich immer auf diesen Portals of London Blogbeitrag beziehen. Was man hier aber auch wunderbar sehen kann, ist eine Umdeutung von ganz, ganz alten Motiven. Denn Orte, an denen die Zeit komplett anders vergeht als in unserer normalen Alltagswelt, das ist nun wirklich nichts Neues. Man denke nur mal zum Beispiel an die irischen Feen-Sagen und Märchen. Da gibt es das Land Tir na n'Og, wo die Zeit also wesentlich
schneller, Moment, nee, wesentlich langsamer auch vergeht. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Also wenn man als Mensch in dieses Land kommt und den großen Fehler macht, dort zu bleiben, dann stellt man fest, wenn man vielleicht 100 Tage dort verbracht hat, dass dann in der Menschenwelt 100 Jahre vergangen sind. Also so laut die Zeit schneller. Genau, also es gibt da ein wunderschönes Märchen, ein irisches von Oisín und Niamh. Oisín ist ein Mensch und Niamh ist eine Fee und sie nimmt ihn sozusagen mit nach Tir na n'Og und er bleibt dann bei ihr, wird dann irgendwann aber von Heimweh geplagt und sie sagt, okay, du kannst durch ein Portal wieder in die Welt der Menschen zurückkehren, aber du darfst auf gar keinen Fall, also es war kein Portal, ich glaube, es war ein magisches Pferd, auf jeden Fall, du kannst wieder in die Welt der Menschen zurückkehren, aber du darfst auf keinen Fall den Boden betreten. Okay, er kehrt in die Welt der Menschen zurück und sieht aber zu seinem Schrecken oder bemerkt zu seinem Schrecken, dass 300 Jahre vergangen sind. Daraufhin fällt er vor Schreck vom Pferd und in dem Augenblick, in dem er den Boden berührt, holt ihn sozusagen jedes einzelne Jahr wieder ein und er altert auf einen Schlag um 300 Jahre und vergeht dann natürlich, weil zu viel Zeit vergangen ist. Ein Thema, glaube ich, was die Menschen bis heute bewegt, das Thema Zeit, weil, und da kommst du gerade schon mit der Geschichte genau hin an den Punkt, das Thema Vergänglichkeit, da glaube ich ein ganz relevantes Thema ist, was uns immer begleitet, nämlich die Frage, wie vergeht Zeit und wann sind wir nicht mehr da? Und ich glaube, deswegen ist die Beschäftigung mit dem Thema Zeit und die Manipulation von Zeit auch immer ein Teil des Wunsches eventuell sogar nach Unsterblichkeit. So Figuren wie Dracula als Unsterblicher, für den hat ja Zeit auch eine ganz andere Relevanz als für unsterbliche Figuren. Und gut geschriebene Geschichten zum Thema Zeit, Zeitmanipulation, Einfluss von Zeit haben immer einen besonderen Aspekt für uns und interessanterweise, du hast gesagt, in der Vergangenheit, wir haben ja auch in allen möglichen Sci-Fi-Serien, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer auch Zeitreisen-Episoden, Zeitmanipulations-Episoden, wenn wir ins Star Trek-Universum gucken. Oder wir haben jüngst Planet der Affen gesehen, ne? Da finde ich es eigentlich auch ganz spannend, dass ja das, also bei den alten Planet der Affen-Filmen, das ursprüngliche Experiment ist, also sie wollen jemanden quasi in die Zukunft schicken und gucken, ob die Menschheit nicht irgendwie dazugelernt hat oder ob diejenigen, die da nun die Erde bewohnen, vielleicht ein bisschen freundlicher sind als diejenigen, die gerade im Begriff sind, vielleicht durch einen dritten Weltkrieg alles in die Luft zu jagen. Und die Astronauten, die dann also in diesem Raumschiff irgendwie in die Zukunft reisen und dann auf einem ihnen erstmal unbekannten Planeten landen, die merken einerseits, dass ihr Experiment geglückt ist, was irgendwie spannend ist und cool und so den Abenteuergeist anregt, aber sie zerbrechen gleichzeitig fast an dem Gedanken, dass alle Menschen, die sie einmal gekannt haben, sowie Kinder und Kindeskinder, nicht mehr existieren, weil so viel Zeit vergangen ist. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Spannungsfeld. Das ist ja genau das Phänomen bei Star Trek, wenn man so an Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit oder derartige Dinge denkt, müsste eigentlich in der Konsequenz die Zeit auf der Erde deutlich schneller verstreichen, als sie hier im Weltall vergeht. Das heißt, eigentlich müssten die ganzen Familien der Sternenflottenoffiziere oder anderer Besatzungsmitglieder gar nicht mehr da sein. Und das ist so ein Ding, was gerne umschifft wird, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Genau. Sie sind ja im Subraum unterwegs. Das ist ja wieder was komplett anderes. Ja. Es ist ja nun mal auch so, dass Zeit und der Konsens, wie wir Zeit messen und sie uns einteilen, jeden Einzelnen von uns jeden Tag betrifft. Also das ist, das Thema Zeit ist etwas, was unseren ganzen Alltag durchdringt und dieser gesellschaftliche Konsens, dieser gesellschaftliche und kulturelle Vertrag, den wir da sozusagen geschlossen haben miteinander, sorgt dafür, dass das Gefüge unserer Gesellschaft überhaupt nur zusammenhalten kann. Also wenn sich jemand entweder durch ein rätselhaftes Phänomen oder weil er keinen Bock mehr hat, aus diesem Vertrag verabschiedet, dann bricht über kurz oder lang Chaos aus. Und dieses Chaos ist natürlich auch immer ein Motiv, was in diesen Geschichten mitschwingt. Und dass uns dieses Thema wahnsinnig beschäftigt, dafür gibt es ein ziemlich aktuelles Beispiel, nämlich diese ganze unsägliche Debatte, ob jetzt nach dieser
Abstimmung in der EU über die Sommer- und die Winterzeit, wo sich ja überwiegend auch nur Deutsche beteiligt haben, weil sie das anscheinend irgendwie am allermeisten beschäftigt, tatsächlich die ewige Sommerzeit ausbricht. Meine persönliche Meinung jetzt mal außen vor gelassen. Es gibt Artikel, in denen Experten ziemlich gute Gründe dafür beschreiben, warum das völliger Schwachsinn ist, die ewige Sommerzeit hier irgendwie herrschen zu lassen. Und dass man, wenn man die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit hätte beenden wollen, am besten die Normalzeit, also das, was man so allgemein als Winterzeit bezeichnet, dann als Konsens hätte nehmen sollen. Aber wenn man jetzt nach dieser Umfrage sozusagen Deutschland ewige Sommerzeit, alle anderen europäischen Länder dürfen sich das irgendwie aussuchen, was sie machen wollen. Also da sieht man schon mal, es würde im Gefüge der Zeiteinteilung und des gesellschaftlichen Konsens wahnsinnig knirschen und knacken, wenn man das jetzt alles irgendwie so freigeben würde. Tja, Zeit, ein immer spannendes Thema. Ergebnis dieser Episode, wenn man spannende Geschichten im Netz liest, wie ihr das immer von uns gewohnt seid, betreibt Quellenkritik, versucht rauszufinden, wer euch hier versucht, eine Geschichte zu erzählen, sucht weiter nach Quellen und hier in dem Fall bei unserer Geschichte hat das dann ja auch The Guardian versucht und dann relativ schnell festgestellt, dass es sich hier um fiktionale Geschichten handelt. Nichtsdestoweniger, man kann sie genießen. Genau, hoffen wir, dass wir euch mit dieser Geschichte etwas unterhalten haben. Mal wieder ein bisschen, ja, Huxilla in den Bereich der Fantastik hineingeholt haben. Vielleicht nicht ganz so politisch, obwohl jetzt die Abstimmung ja gerade wieder über die Sommerzeit ja, ist auch politisch. Schon wieder ein politisches Zeit ist ein Thema. Politikum. So kann man sagen. Aber Portals of London, wir werden es natürlich verlinken. Schaut es euch an, lest euch die anderen Geschichten durch, genießt es mit dem Wissen. Das, was ihr da lest, ist Fiktion und hat nichts mit der Realität zu tun. Und aber wenn wir das nächste Mal in London sind, dann gehen wir da auch mal durch. Da gehen wir hin, da gibt es dann Fotos und dann könnt ihr uns begleiten und vielleicht passiert hier etwas ganz Verrücktes, wenn wir da sind. Eben, der Blog-Eintrag schließt mit den Worten, also kaum einer, oder der Guardian-Artikel, kaum einer, der das gelesen hat, wird wohl jemals wieder ohne Zeitvergleich den Tunnel betreten und verlassen. Ja, wir werden das tun, wenn wir dort sind. In diesem Sinne wünschen wir euch, was das angeht, viel Spaß beim Lesen solcher verrückten Geschichten, müssen jetzt aber aufklären. Oh ja. Was es denn mit den komischen Bakterien auf dem Oktoberfest auf sich hat. Die Auflösung. Ja, sollen Bakterien oder vielmehr also in Flüssigkeiten untergebrachte Bakterien dafür sorgen, dass das ganze Urin und die ganze Kotze, die sich da unter den Brettern der Festzelte sammelt, irgendwie beseitigt wird und deswegen der Geruch in den Zelten nicht ganz so schlimm ist? Oder habe ich euch da eine verrückte Geschichte erzählt? Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass man zu dieser Lösung gekommen ist und das hatte einen ganz, ganz konkreten Anlass. Und zwar im Jahr 2010 griff das komplette Rauchverbot in den Festzelten und das, was bisher vom Zigarettenrauch übertüncht wurde, konnte nun also sozusagen frei die Nasen der Feiernden erreichen. Sprich, nachdem der Zigarettenrauch verflogen war und Rauchverbot herrschte, stank es also nach allen möglichen anderen unangenehmen Dingen, Schweiß, Urin und Kotze in diesen Zelten. Und man musste sich überlegen, was man da macht. Und da hatte tatsächlich jemand eine zündende Idee und hat dann geguckt, was für Bakterien, Kulturen er da irgendwie herstellen kann und hat dann irgendwie so eine Lösung erfunden und hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass die Bretter jeden Abend beim Reinigen der Zelte sozusagen einmal drüber geschüttet wird und dann können diese Bakterien halt tätig werden und auch unter dem Festzeltboden mal so ordentlich aufräumen mit allem, was da so durchgesickert ist. Und seitdem hofft man, dass es nicht mehr so stinkt. Ich selber werde das persönlich nicht überprüfen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch in den letzten Jahren seit 2010 mal so ein Festzelt betreten und kann da mal berichten, wie das so ist. Ich sag mal Prost. Ja, genau, in diesem Sinne. Ja, interessante Geschichten rund ums Oktoberfest. Damit sind wir am Ende der zweiten September-Episode von Huxilla und wir hören uns dann im Oktober wieder bei einer neuen Episode. Wie gesagt, unser
Wunsch. Zumindest klickt mal auf Steady, auf Patreon, guckt euch das mal an, ob ihr euch das vorstellen könntet. Uns würde es sehr, sehr helfen, wenn ihr das tut. An alle, die das tun, vielen Dank. Und wie gesagt, es gibt neue Inhalte natürlich demnächst wieder über diese Portale. Und genau, und aber auch vielen Dank an alle, die uns E-Mails schicken, an alle, die uns hören und vielleicht im einen oder anderen, im Bekannten- oder Familienkreis von uns erzählen. Und kurz jetzt nochmal die Frage hier in die Runde, kann ich heute nochmal den alten Outro-Trailer nehmen, indem ich PayPal falsch ausspreche oder soll ich das jetzt nochmal extra aufwendig neu aufnehmen? Ich zähle mal gerade die Handzeichen. Ich darf diesmal noch den alten verwenden. Also wenn ich übe nach wie vor weiterhin, das heißt PayPal und nicht PayPal. PayPal und seht jetzt im Abspann noch einmal drüber. Dafür ist die Folge dann etwas schneller am Netz und ich glaube, das ist im Sinne von allen da draußen. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.